Die meinen Vorredner auch werde ich ohne Präsentation arbeiten. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem mehr oder weniger folgen. Ich möchte mit einigen Beispielen beginnen. Also es geht um den Fremden als religiöse Ressource. Erstmal einige Beispiele. Blicken wir zunächst nach Afrika. Im heutigen Ghana hat der britische Ethnologe Maya Fortes ein sehr interessantes Verhältnis zwischen zwei ethnischen Gruppierungen beschrieben, die in Sprache und Kult sich unterscheiden, sich gegenseitig auch als unterschiedlich ansehen, aber in bestimmten Situationen, in rituellen Kontexten ein enges Verhältnis miteinander haben. Es gibt in dem religiösen System, was beide Gruppen umfasst, zwei besonders herausgehobene Ämter, politische Ämter sozusagen. Das ist einmal das Königstum. Das wird von den Namu, das ist die eine von den Gruppen, normalerweise bekleidet. Die Namen sind Einwanderer aus umgebenden Gebieten im Selbstverständnis nach. Das andere Amt ist das des sogenannten Tendana, das wird von den Tali ausgeübt, welche sich selber als autochthon verstehen. Das Tendana ist, ist eine eher religiöse und weniger weltliche Position. Es geht da, der Tendana versteht sich selber als einen Hüter der Erde, der bestimmte Riten, die mit der Erde zu tun haben, was ein interessantes Thema in vielen afrikanischen Religionen ist tatsächlich. Also Erde ist da was sehr Wichtiges, mystisch. Genau. Auch den Königen werden häufig mystische Kräfte zugeschrieben, die meistens die Fruchtbarkeit von Land, Leuten betreffen und es wird davon ausgegangen, dass er beeinflussen kann, wenn es regnet. Die mystischen Kräfte des Königs aber, der von den Namu, von den Einwanderern sozusagen gestellt wird, ist abhängig vom Segen des Tendana, also des Hüters der Erde, von den Tali. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass der König, wenn er eingesetzt wird, in dem entsprechenden Dorf von dem Tendana des Dorfes ins Erdheiligtum halt eingeführt wird, um da eingesetzt zu werden. Also es gehört zum Ritus der Intronisation sozusagen. Und auch später im Verlaufe des Königtums muss er noch regelmäßig Tiere als Opfer für dieses Erdheiligtum versenden. Also er bleibt auch im Laufe seines Königtums abhängig vom Tendana. Andersherum ist der Tendana aber auch an den König gebunden, weil der Herr der Erde natürlich keinen Wohlstand garantieren kann, ohne dass es auch ab und zu mal regnet. Also Erde und Regen sind sozusagen die gegensätzlichen Kräfte, die da zusammenspielen. Genau. Ein ganz ähnliches Verhältnis gibt es auch bei den Magi im Nordosten von Nigeria. Hier gibt es auch ein sakrales Königtum wieder. Und es steht im engen Verhältnis mit einer Handwerkerkaste, nämlich der Schmiedekaste, die im sonstigen Leben relativ exkludiert ist aus dem Leben der Magi. Auch wieder bei der Intronisation gibt es dann wieder besondere Riten, wo diese Schmiedekaste im Königtum zusammensteht. Zum einen muss der König bei der Intronisation eine Frau aus der Schmiedekaste heiraten. Normalerweise ist diese Kaste endogam, also es passiert eigentlich nicht, dass jemand außerhalb der Kaste einheiratet sozusagen. Dann dürfen die Ältesten der Kaste, das ist dann nochmal ein besonderer Rang innerhalb dieser Kaste, dem König das Haupthaar schneiden, bis auf einen bestimmten Büschel, das als Zeichen für das Königtum gilt. Und der Älteste der Kaste darf selber das Haar auch so tragen als einziger und wird in seinem, also in der Landessprache auch als König bezeichnet tatsächlich. Also, und er ist im Rat des Königs. Also es ist eine enge Verbindung in dieser weltlichen Herrschaft von einer sonst relativ ausgeschlossenen Kaste. Also in beiden Fällen werden die Unterschiede zwischen den Ethnien oder zwischen den Kasten bewusst aufrechterhalten, obwohl die ja zusammen leben. Es scheint darin begründet zu sein, dass die Unterschiede für bestimmte Rituale, für so Intronisationsriten etc. Wichtig sind und insofern ein unverzichtbares Gegengewicht gewissermaßen ausüben auf diese weltliche Hauptkultur in den Gebieten. Und in diesen mystischen rituellen Kontexten scheint sich dabei halt das Verhältnis auch umzukehren, was normalerweise gilt. Also auf einmal sind die Ausgeschlossenen, die Schmiede, die Obersten. Aber nur zu einer begrenzten Zeit, nur in bestimmten Kontexten. Ich habe noch ein bisschen anders gelagertes Beispiel, was auf den ersten Blick vielleicht gar nichts damit zu tun zu haben scheint. Das sind gewisse Praktiken im Zen-Buddhismus. In denen geht es zwar nicht um den Kontakt mit fremden Personen oder mit fremden Kulturen direkt, aber doch um eine Induzierung der Erfahrung von Fremdheit sozusagen. Ich würde ein bisschen vorausgreifen auf die Theorie der Fremdheit und sagen, dass man Fremdheit als Erlebnisqualität definieren kann als Anschlussunfähigkeit in kommunikativen Situationen.
Wie wird im Zen-Buddhismus in bestimmten Meister-Schüler-Gesprächen mit extra entwickelten Techniken quasi hergestellt? Techniken lassen sich mit Peter Fuchs als paradoxe Kommunikation beschreiben. Das Ziel dieser Gespräche ist die Erlangung von Satori durch den Schüler. Satori ist ein Begriff für Erleuchtung gewissermaßen. Satori zeichnet sich aus durch eine plötzliche Einsicht in eine ursprüngliche Undifferenziertheit, welche gleichzeitig der Urgrund aller Dinge sein soll, vor, ich zitiere, der Zweiteilung in Ich-Wesen und objektive Welt. Das schreibt Itsutsu, ein Buddhist und Buddhismusforscher. Genau. Und diese Meister-Schüler-Gespräche werden oft in kurzen Frage-Antwort-Dialogen schriftlich festgehalten. Die nennt man dann Mondos oder Koans. Ich würde gerne ein paar Beispiele geben, einfach damit ihr ein Gefühl davon bekommt, was es damit auf sich hat mit dieser paradoxen Kommunikation. Das ist ein Beispiel, die hat Suzuki gesammelt, ist auch ein sehr bekannter Buddhismusforscher aus Japan. Also Zitat: Ein Mönch fragte, wer ist Buddha? Die Antwort: drei Pfund Flachs. Zweites Beispiel: Ein Mönch fragte, was hat der Besuch des ersten Patriarchen in China zu bedeuten? Die Antwort: die Zypresse im Vorgarten. Drittes Beispiel: Ein Mönch fragte, alle Dinge sollen auf das eine zurückführbar sein, aber worauf ist das eine zurückzuführen? Der Meister antwortet darauf, als ich im Gebiet der Qing war, hatte ich eine Robe, die 7 Pfund wog. Also wenn ihr jetzt ein bisschen verwirrt seid, dann ist das sozusagen beabsichtigt, weil das Ziel der kurzen Dialoge ist es halt, den Erwartungshorizont, den vertrauten Erwartungshorizont der Schüler zu durchbrechen und dadurch im ersten Moment auf jeden Fall Verwirrung zu stiften. Dazu wird eine kommunikative Situation geschaffen, wo Verstehen strukturell unmöglich wird, und zwar insofern, dass zwar eine Mitteilung stattfindet, also es wird erwartet, dass man hier in einem Gesprächskontext ist, der Meister kommt zum Schüler oder der Schüler kommt zum Meister vielleicht eher und erwartet, dass er eine Antwort auf seine Frage bekommt. Gleichzeitig wird aber während dieser Mitteilung keine Information gegeben, die irgendwie anschließbar an das Vorherige ist. Also man erwartet, dass die Antwort in Bezug auf die eigene Frage hat, aber kann diesen Bezug nicht herstellen. Das Ergebnis von dieser Kommunikation ist dann entweder, dass der Schüler sie in Unverständnis auflöst, also einfach nur verwirrt bleibt und nicht weiß, was der Meister von ihm will, dann wäre die Kommunikation unterbrochen, das Ziel nicht erreicht sozusagen. Die andere Möglichkeit ist eben, dass dadurch, dass die Erwartungsstrukturen der Kommunikation aufgelöst sind in diesem Gespräch, der Schüler auf einmal Einsicht in die Differenzlosigkeit des Satori halt bekommt und dadurch selber erleuchtet wird. Ich selbst interpretiere diese religiöse Technik als eine intendierte Konfrontation mit dem Fremden als Erlebnisqualität. Die mystische Energie, also die Chance des Satoris, besteht in dem Gegensatz zwischen der vertrauten Struktur des Alltags, wo verständliche Kommunikation anschließt, und einer fremden Strukturlosigkeit im Sinne dieser ursprünglichen Differenzlosigkeit. Also der Dualismus der ethnischen Gruppen in Afrika und die Kommunikationstechnik der Zen-Meister, es scheint zunächst nicht viel miteinander zu tun zu haben. Aber ich würde gerne einige Merkmale zusammenfassen, die bei beiden vorkommen und die mich veranlassen, da eine allgemeine Struktur zu unterstellen. Zum einen ist es jeweils die Fremdheit, einmal als die kulturell fremde Gruppe oder Kaste, die, und einmal als Erlebnisqualität, der Anschlussunfähigkeit, wie ich beschrieben habe, der bestimmte magische oder religiöse Eigenschaften zugeschrieben werden. Zum anderen weisen alle Beispiele einen bestimmten Dualismus auf, zwischen ritueller Macht der Erde und ritueller Macht des Regens, zwischen politischer und spiritueller Macht, zwischen den Differenzen der Alltagswelt und der Differenzlosigkeit des Satori. Um mit Victor Turner, dem ebenfalls Ethnologen, zu sprechen, weisen alle Beispiele einen Gegensatz von Struktur und Antistruktur auf, sozusagen. Also gewohnte Struktur, ungewohnte Struktur. Und zugleich ist die Sphäre, in welcher die Unordnung, das Fremde an der Macht ist und die Strukturlosigkeit kurz im Moment herrscht, zeitlich oder rituell eng umgrenzt. Also gibt es bestimmte institutionelle Vorschriften. Und die besondere Situation ist oft sehr krisenhaft, wie beispielsweise die Einsetzung eines neuen sakralen Königs, was viele Probleme zeitigen kann, die halt rituell abgesichert werden müssen. So viel zu den Beispielen erstmal. Ich würde jetzt zur Theorie und Soziologie des Fremden kommen. Soziologisch lässt sich Fremdheit erstmal als relationale Zuschreibung beschreiben. In einem kommunikativen Akt wird ein individueller oder ein kollektiver Akteur, also können auch ganze Gruppen, von anderen Akteuren als fremd beschrieben.
Diese Beschreibung oder Zuschreibung findet im Wesentlichen auf zwei eng miteinander verwobenen, eigentlich nur analytisch trennbaren Dimensionen statt. Auf einer sozialen Dimension im Sinne der Definition von Nichtzugehörigkeit, also einem Akteur wird gesagt, du gehörst nicht dazu. Und auf einer lebensweltlichen Dimension im Sinne der Beschreibung von Unvertrautheit. Also sozial bedeutet die Zuschreibung von Fremdheit vor allem Exklusion, wenn man da einen soziologischen Begriff einsetzen will. Also Exklusion entweder komplett aus allen oder aus bestimmten Interaktionszusammenhängen. Mit dieser Zuschreibung ist meistens auch eine Selbstbeschreibung impliziert, die man als partizipative Identität beschreiben könnte. Also wir beschreiben uns selbst durch eine Zugehörigkeit, die wir einem anderen nicht zuschreiben. Das ist eigentlich der Sinn dieses Begriffes. Das schließt vielleicht auch ein bisschen an das an, was Herr Hörschauer gestern gesagt hat mit Kategorisierung und Selbstkategorisierung. Lebensweltlich betrachtet antwortet die Zuschreibung von Fremdheit auf eine Begegnung mit Unvertrauten. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Normalerweise bewegen wir uns in vertrauten, als selbstverständlich angenommenen Sinnwelten. Über Sozialisation wird uns im Rahmen einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Erziehung eine bestimmte Weltsicht vermittelt, die uns daraufhin als natürlich vorkommt, also die wir nicht mehr hinterfragen. Und innerhalb dieses vertrauten Rahmens können wir dann auf einmal bestimmte Verhaltensweisen anderer erwarten und können erwarten, dass andere unsere eigenen Verhaltensweisen in der Zukunft auch erwarten. Dadurch können wir unser eigenes Verhalten sozusagen an den erwarteten Erwartungen der anderen orientieren. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Das lässt sich auch noch fortspinnen in mehr Erwartungserwartungen. Dass diese Gewissheiten ansozialisiert sind, also sozial vermittelt sind und nicht so selbstverständlich natürlich, wie sie uns vorkommen, das bleibt normalerweise latent im Alltag. Und das ist, wenn man es so ausdrücken will, auch durchaus funktional. Denn wenn das Ganze thematisch werden würde und wir auch mal darüber nachdenken würden, warum wir erwarten, was wir erwarten, dann würden wir schnell bemerken, dass wir auch keinen Grund haben, wirklich diese Erwartung aufrechtzuerhalten. Wir haben diese Grundannahmen über die Welt eigentlich nur, weil wir sie schon immer hatten und weil alle, die wir kennen, halt auch davon ausgehen. Und es halt irgendwie funktioniert ohne große Reibung im Alltag. Wittgenstein zu reden, könnte man sagen, am Grunde des begründeten Glaubens liegt der unbegründete Glauben. Das sollte besser latent bleiben. Dieses unbegründete, aber doch grundlegende und für das alltägliche Kommunizieren wesentliche Fundament der eigenen Vertrautheit wird in der Fremdheitserfahrung auf seine eigene Kontingenz verwiesen. Der Fremde übersteigt unsere Ordnung. Wir finden sozusagen keinen Gesichtspunkt mehr, keine Kategorie mehr, unter dem wir ihn einordnen können. Folgedessen wissen wir nicht, was wir vom Fremden erwarten können, welche Handlungen er für plausibel hält in bestimmten Situationen. Und andererseits wissen wir nicht, was der Fremde von uns erwartet. Und wir wissen selber nicht, wie wir handeln sollen, um einen reibungslosen Situationsverlauf quasi garantieren zu können. Der Kommunikationsanschluss wird problematisch, deswegen die Definition von Fremdheit als Anschlussunfähigkeit. Alle unsere Beispiele, also sowohl die afrikanischen als auch der Zen-Buddhismus, lassen sich mit diesem doppelten Begriff der Fremdheit als Exklusion und Unvertrautheit interpretieren. Und gerade durch den Zusammenhang auch. Insbesondere die Fälle aus Afrika zeigen, dass Fremdheit im Sinne der Unvertrautheit, also diese Erfahrung von Strukturlosigkeit, Anschlussunfähigkeit, nur durch unvollständige Inklusion auf Dauer gestellt werden kann. So sind die Schmiede bei den Magi in Nigeria im Alltag kaum in die umgebende Gruppe integriert. Also es wird exkludiert, damit die Erfahrung der Fremdheit in bestimmten Situationen benutzt werden kann, sozusagen. Beim symmetrischen oder auch nicht ganz symmetrischen, aber eher symmetrischen Verhältnis von Tali und Namu sind die ethischen Gruppen wechselseitig nicht ineinander inkludierbar. Und außerhalb dieser Rituale, wo das neue Königstum eingesetzt wird, gibt es auch oft kriegerische Differenzen zwischen den beiden. Sie haben auch oft gegeneinander gekämpft. Beim Zen-Buddhismus ist das ganze Verhältnis ein bisschen komplexer, weil ja keine fremde Person einem gegenübersteht, die irgendwie exkludiert werden könnte. Die Exklusion findet sozusagen eher auf einer metaphorischen Ebene statt. Man könnte sagen, dass die Zen-Technik der paradoxen Kommunikation den Schüler, wenn Erfolg da ist und Satori erlangt wurde, aus seinen eigenen Alltagsverhältnissen exkludiert, weil er jetzt nicht mehr oder im Zustand des Satori nicht mehr in diese Anschlussfähigkeit des Alltags zurückführbar ist. Auch hier muss dabei aber dieser wesentliche Gegensatz zwischen Alltagsstruktur und Differenzlosigkeit aufrechterhalten werden, weil ohne dass der Schüler mit bestimmten Erwartungen in dieses Gespräch reinkommt, kann natürlich auch keine Erwartung gebrochen werden oder
hintergangen werden. Mir scheint hier ein weit verbreitetes Muster religiöser Praktiken aufzuscheinen. Zentral dürfte der Begriff der Außeralltäglichkeit sein, der bereits der Religionssoziologie Max Webers zugrunde lag. Bei Weber dient die Außeralltäglichkeit in Form des Charismas einer Idee oder einer Person dazu, die jeweils wirksamen Motive des Alltagshandelns zu einheitlichen Ideen und Weltbildern zu integrieren und ihnen damit einen tieferen, weil eben den Alltag übersteigenden, Sinn zu verleihen. Unsere alltäglichen Strukturen, so sehr sie in praxistheoretischer Hinsicht vielleicht auch auf präreflexiven Nachahmungen oder Ähnlichem beruhen, finden sozusagen ihre Einheit erst und ihre einheitliche Deutung als Weltbild erst in der Veralltäglichung von außeralltäglichen charismatischen Erfahrungen. Gleichzeitig bleiben sie immer vor das Problem gestellt, das Bewusstsein ihres charismatischen Ursprungs, also ihrer Bedeutsamkeit, die über den Alltag hinausgeht, wachzuhalten. Es gibt die weit verbreitete Annahme, wo auch nicht alle zustimmen werden, dass Mythos und Ritual oder ein bisschen allgemeiner gesprochen Religion hier ihre funktionale Rolle hat, also dass die das Bewusstsein aufrechterhalten sollen, gerade in Ritualen, dass der Alltag quasi eigentlich auf außeralltäglichen Sachen beruht. Fremdheit, das wollte ich mit den Beispielen vor allem zeigen, kann als ein Mittel verstanden werden, Außeralltäglichkeit herzustellen, damit Charisma zu vergegenwärtigen. Es gibt hierfür natürlich auch andere Möglichkeiten, die ohne Vermittlung über Fremdheit im engeren Sinne auskommen. In Ritualen zum Beispiel, wo Fremdheit vielleicht durch die Situation geschaffen wird, aber nicht wirklich jemand Fremdes kommt und die Leute auch eigentlich wissen, was sie erwartet. Andersherum soll auch nicht impliziert werden, dass die Begegnung mit Fremden zwangsläufig oder auch nur relativ wahrscheinlich zu einem religiösen Erleben führt. Dafür muss es meistens noch institutionelle Umgrenzungen und bestimmte geistige Vorkehrungen geben. Also nur weil wir jemandem Fremden begegnen, heißt das nicht, dass wir auf einmal Erleuchtungen erlangen. Wäre auch irgendwie alltagserfahrungsgemäß nicht plausibel. Gut, ich würde noch ein letztes Beispiel geben, gerne. Weil das Ganze zeigt sich sehr exemplarisch auch an aktuelleren Bemühungen, vor allem aber nicht nur der christlichen Kirchen, um einen Dialog der Religion. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ist seit den 50er Jahren, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sehr aktuell, gerade im Bereich der christlichen Kirchen, aber auch bei den Moslems oder den Juden oder so. Dieser Dialog der Religionen geht der Idee nach häufig über rein pragmatische Fragen des friedlichen Zusammenlebens oder der gegenseitigen Information hinaus. Und tatsächlich sind es häufig mystische Erfahrungen, die als Motiv für diesen interreligiösen Dialog herhalten oder angeführt werden. So schreibt etwa der evangelische Theologe Michael von Brück, dass im Dialog die relativen Wahrheiten jeder einzelnen Tradition aufgehoben sind, zugunsten einer absoluten Wahrheit, die selbst in keiner Tradition aufgeht. Ich zitiere: Die Wahrheit kann in Begriffen nicht erkannt werden, denn in ihr fallen die Gegensätze zusammen. Sie gipfelt im Nichtwissen, das aber nichts anderes ist, als die höchste Erfahrung des seligen Seins in voller Bewusstheit, das auf jeden Fall den Pluralismus theologischer Sätze transzendiert. Also schon Hinweis auf Mystik. Ein anderes Zitat von Michael von Brück: Wenn auch inhaltlich mystische Erfahrungen in ihrem gedeuteten Wahrgenommensein durchaus voneinander verschieden sind, so entsprechen sie einander in ihrem entscheidenden Zug, dem Transzendieren jeder Form, wenn auch dies wieder nur in Form sagbar ist. Klaus Otte, auch evangelischer Theologe und Dialogforscher, schreibt in Bezug auf den Dialog, Zitat: Dabei soll ein bisher teilweise verborgenes, identitätbildendes, mystisches Gemeinsames hervortreten und sich klärend und stärker als jeweils vorher herausbilden. Also auch hier ist die Mystik das zentrale Motiv, in Dialog zu treten. Soziologisch besonders interessant finde ich, dass der Dialog von den Vertretern meistens mit expliziten Regeln umgrenzt wird, also dass bestimmte Sachen aufgelistet werden, Verhaltensvorschriften. Ich habe als Beispiel von Reinhard von Kirschbach einen Brief ausgewählt, wo er explizit andere Mitglieder religiöser oder auch areligiöser Gruppen einlädt, sich mit ihm in seinem Haus zu treffen, ein paar Wochen zusammen zu wohnen und Dialog zu führen. Es gibt dabei drei Verhaltensregeln, ich zitiere: Erstens,
Es geht bei diesem Dialog nicht um die Bildung einer Diskussionsgruppe über religiöse oder weltanschauliche Themen, sondern um ein Aufeinanderzuleben mit unseren verschiedenen, zumeist gegensätzlichen Traditionen im Blick auf die Zukunft. Zweitens, es geht nicht um die Verteidigung unserer eigenen Position oder um den Versuch, den Partner in das eigene Lager zu ziehen, sondern um die ernsthafte Bemühung, den Standort, die Wurzeln und die Lebensbewegung des anderen in seiner Tradition wahrzunehmen. Drittens, es geht nicht darum, nach einer Vermischung der verschiedenen Traditionen zu suchen, auch nicht darum, durch Auswahl oder Streichung gemeinsame Nenner zu finden, sondern um das geduldige gegenseitige Aushalten, Ausweiten und Vertiefen der Traditionen in einem gelebten Dialog. Also weder Wissensvermittlung, noch Missionierung, noch irgendeine analytische Betrachtung, sondern wirklich in dieser Performance des Dialoges soll irgendwas Tieferes, irgendwas Wesentlicheres, irgendwas vielleicht Außeralltägliches wahrgenommen, gemerkt, gespürt werden, was selber auch wieder unsagbar ist. Also das sind alles so Topoi des Mystischen. Auch in diesem aus unserer Sicht vielleicht etwas weniger fremden Beispiel zeigt sich das religiös-mystische Potenzial des Fremden. Auch hier wird ein Bereich alltäglicher Strukturierung, nämlich die Traditionen der einzelnen Dialogteilnehmer, gegenüber einem Bereich außeralltäglicher Unstrukturiertheit abgegrenzt, in welchem zugleich die mystische Einheit der alltäglichen Strukturen, also der verschiedenen Traditionen, zu suchen ist. Diese Gegenüberstellung lässt sich anschließen an eine europäisch-westliche Tradition, sehr spezifisch, die spätestens mit Friedrich Schleiermacher beginnt, den bestimmt einige von Ihnen schon mal den Namen nachgehört haben. Dieser hob in seinen sehr bekannten Reden zur Religion die wahre Religion des innerlichen Erlebens von den institutionellen Ausformungen der Religion ab, also Kirche gegen das wirkliche, gespürte Religiöse. Diese Unterscheidung oder die weiteren Unterscheidungen zwischen dem irrationalen Luminosen und dem rationalen bei Rudolf Otto, zwischen der persönlichen Religion und der institutionellen Religion bei William James, dem Pragmatisten, oder die bereits genannte Webersche Unterscheidung zwischen Charisma und Alltag, lassen sich in diese Traditionslinie bringen und können sozusagen als Erben der Schleiermacher-schen Unterscheidung gewertet werden. Doch scheint mir der Grunddualismus, und das wollte ich mit den Beispielen aus Afrika und dem Fernen Osten auch deutlich machen, weiterzugehen als die geistige Tradition in Europa. Also es ist nicht nur, dass die Leute sich auf, oder die Dialogforscher sich auf Schleiermacher berufen würden, sondern es scheint was Universelleres darin zu sein. Damit komme ich jetzt zum Abschluss des Vortrags. Fremdheit als das Aufscheinen eines Gegensatzes zur weltlichen Alltagsordnung ist eine universal menschliche Erfahrung. Das wird normalerweise von der Soziologie des Fremden auch so angesehen. Sie hat zudem das Potenzial, das ist jetzt mein Argument, als religiöse Ressource nutzbar gemacht zu werden. Dieses Potenzial liegt theoretisch, das wollte ich zeigen, oder wollte ich plausibel machen zumindest, in einem Dualismus von Unstrukturiertheit und Strukturiertheit, von Charisma und Alltag, welcher zugleich im Zentrum von Religiosität steht, nach vielen Religionstheorien, obwohl da natürlich keinerlei Einigkeit besteht. Religionssoziologisch, das ist so ein bisschen die Stoßrichtung, eröffnet sich damit ein Forschungsfeld, was von der Religionssoziologie noch wenig wahrgenommen wurde. Also diese Soziologie des Fremden ist vom Diskurs her meistens getrennt von der Religionssoziologie verlaufen. Und dieses Forschungsfeld beinhaltet zum einen ethnologische und historische Arbeiten, wo man auf Dokumente zurückgreifen kann oder eigene Feldforschung betreiben kann. Zum anderen aber auch gibt es ein durchaus interessantes und auch in der Religionssoziologie meiner Meinung nach sehr vernachlässigtes Forschungsfeld sozusagen vor der eigenen Haustür, und das ist eben dieser Dialog der Religionen, welcher gerade auch unter dem Gesichtspunkt dieser universalen Fremdheit und der Nutzung dieser Fremdheit als religiöser Ressource beforscht werden könnte. Das ist. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.